Habt ihr euch schon mal folgendes Szenario vorgestellt? Die Kamera schwenkt über einen düsteren Ozean. Plötzlich erhebt sich eine monströse Gestalt. Eine Maschine mit Armen und Beinen. Mit einem Reaktor in der Brust, der rattert wie ein altes Atomkraftwerk. Die Scheinwerfer auf dem Kopf der Maschine beginnen zu flackern und im Vordergrund erhebt sich eine zweite Gestalt. Ein gewaltiges Kaiju erhebt sich. Nicht nur ein gewaltiges Kaiju, sondern der König der Kaiju selbst, Godzilla. Godzilla trifft auf die Mechs aus Pacific Rim. Das ist eine Theorie, die schon lange im Internet herumgeistert. Wahrscheinlich habt ihr euch auch schon mal die Gedanken darüber gemacht. Eigentlich passt das doch ganz gut zusammen. Und tatsächlich wäre es fast so weit gekommen. Was aber die Gründe dafür sind, dass das Ganze gefloppt ist, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen im Unknown Kaijuverse. Heute geht es um das Thema Pacific Rim 3 bzw. Godzilla vs. Pacific Rim. Pacific Rim vs. Godzilla. Godzilla vs. Mech. Allein die Namensgebung dieses Films wäre schon sehr schwierig gewesen. Pacific Rim, the King enters the breach. Irgend sowas in der Art wäre dann auch fast auf uns zugekommen. Das Ganze ist allerdings gefloppt, beziehungsweise ist die Planung gefloppt, weil der Film dazu gefloppt ist. Während Pacific Rim 1 wirklich gute Ergebnisse hatte, sowohl bei den Kritikern als auch bei den Fans und Zuschauern, ist Pacific Rim 2 im wahrsten Sinne des Wortes im Ozean untergegangen und das auch zu Recht. Bei meiner Umfrage auf Instagram konnte ich herauslesen, dass dabei viele von euch dem Regisseur die Schuld geben. Ich bin der Meinung, das ist nicht unbedingt gerechtfertigt, denn es steckt eine Firma dahinter, die eventuell dafür bekannt ist, sich in Sachen reinzuhängen, wo sie einfach mal die Schnauze halten sollten. Und die haben anscheinend den Plan gehabt, wir machen Pacific Rim einfach mal familienfreundlich. Und genau das kam dann noch irgendwie dabei raus. Nur der Film hat weder als Familienfilm funktioniert, noch als wirklich guter Film für als Nachfolger eben für den ersten Teil. Also hat er eigentlich gar nicht funktioniert. Und das war ein Problem, beziehungsweise vielleicht war es auch einfach unser Glück gewesen. Denn der ursprüngliche Plan war es gewesen, dass der Regisseur Stephen S. DeKnight, also der Regisseur von Pacific Rim Uprising, im Interview gesagt hatte, er plant, in Pacific Rim 3 die Weichen zu stellen für ein Crossover mit dem Godzilla-Universum, also mit dem Monsterverse. Das wäre wahrscheinlich dann so ausgegangen, dass wir am Ende von Pacific Rim 3 eine kurze Post-Credit-Scene gesehen hätten, in der dann wirklich einfach Godzilla aus dem Breach herausgestiegen wäre oder eben ähnliches. Gehen wir also mal ganz kurz auf die mögliche Geschichte an, die uns dieser Film eben liefern könnte. Ich bin der Meinung, dass das Ganze sogar schon einen bestimmten Grundstein gelegt hätte, der auch funktionieren würde. Achtung, klitzekleine Spoiler-Gefahr für Godzilla vs. Kong. Denn der sollte ursprünglich eine Post-Credit-Scene besitzen, die man aber statt ans Ende des Films einfach mitten in den Film reingequetscht hat. Und das dafür sorgt, dass da eine bestimmte Begebenheit gar keinen Sinn macht. Erinnert ihr euch noch daran, wie Kong mit der Gruppe von Menschen in die Hollow Earth gekommen ist? Und zwar wurde hier mit einer Art Raumschiff irgendwie eine bestimmte Dimensionsebene durchbrochen, quasi wie ein Teleport in einen bestimmten Raum, wo die Gravitation falsch rum funktioniert und daraufhin kamen sie erst in die Hollow Earth. Warum macht das keinen Sinn? Naja, weil 5 Minuten später einfach Godzilla mit seinem Atomic Breath ein Loch in die Erde reinballert und dann auch in die Hollow Earth kommt, ohne irgendwelche Dimensionen durchbrechen zu müssen. Die Szene mit dieser Dimension, mit diesem falsch getakteten Gravitationsfeld, sollte ursprünglich am Ende des Films auftauchen, eben als Post-Credit-Scene. Und hier bin ich der Meinung, das Ganze würde verdammt gut in Pacific Rim reinpassen, beziehungsweise könnte saugut eine Connection dazu entwickeln. Eventuell könnte die Geschichte so ablaufen, dass man sich eben zusammen mit Kong in diese Quantum-Ebene, nenne ich es jetzt einfach mal, geklaut von Marvel, in diese Dimension begibt, um eben zu schauen, okay, was hat es überhaupt damit auf sich? Und daraufhin kommt dann eben Kong zusammen mit der Gruppe von Menschen aus dem Breach in Pacific Rim raus. Jetzt haben wir dann natürlich das Problem, beziehungsweise Kong-Fans werden sich freuen, jetzt haben wir Kong in der Welt von Pacific Rim. Ist auch nicht verkehrt, aber so könnte das Ganze irgendwie anfangen, wie man dann Godzilla in die Welt von Pacific Rim bekommen würde. Wahrscheinlich dann irgendwie ähnlich, dass man versucht, mit Godzilla Kontakt aufzunehmen, weil aus irgendwelchen Gründen
Diese Filme müssen auch keine Logik haben. Können unsere Protagonisten, die nun in der Welt von Pacific Rim gefangen sind, Funksignale an die andere Welt, also an das Monsterverse hinaus senden und um Hilfe rufen? Daraufhin sagen die Menschen, ey Godzilla, wir brauchen deine Hilfe, wir müssen in dieses andere Universum reisen, in diese andere Welt und dann eben unsere Leute wieder zurückholen. Dummerweise aber passiert das Ganze direkt im Anschluss nach Pacific Rim 1. Das bedeutet, die Kaijus sind gerade erst besiegt worden. Die Menschen sind noch auf 180 mit ihren Jägern, sind noch voll im Kampfmodus. Auf einmal taucht Godzilla aus dem Nichts heraus auf und wird eben angegriffen. Was mit Kong passiert ist, könnte man so als kleines Rätsel eben dann dalassen. Er könnte zum Beispiel von den Menschen gefangen worden sein oder eben, was vielleicht sogar noch cooler wäre, von den bösen Kaijus gefangen worden sein aus denen aus Pacific Rim, die quasi von den Aliens da geschickt wurden. Und hier könnte man auch dann die Mythologie der Kaijus vielleicht ein bisschen besser aufarbeiten. Wäre eine ganz coole Sache, wenn plötzlich herauskommen würde, auch die Kaijus aus unserem Monsterverse stammen ursprünglich aus dem Weltall und eigentlich nicht von der Erde. Das ist auch der Grund, warum sie eigentlich viel zu groß für unseren Planeten sind. Und damit könnte man dann wirklich die Geschichte weiter fortsetzen, sowohl vom Pacific Rim als eben auch von dem Monsterverse. Und trotzdem würde sich das Ganze nicht so gezwungen connected anfühlen. Das wäre zumindest jetzt meine Idee für so eine Geschichte. Was haltet ihr davon? Was ist eure Idee für eine Geschichte von einem Crossover zwischen Pacific Rim und Godzilla? An sich ja eine ganz coole Idee, wenn das eine bestimmte Tonalität behalten hätte, die zum Beispiel auch in Godzilla 1 und 2 oder eben auch in Pacific Rim 1 gehalten worden wäre. Hier wäre aber dann ein Riesenproblem aufgetreten, denn wenn wir uns einfach vorstellen, wenn dieser Familienfilm erfolgreich geworden wäre und wir würden unseren Godzilla in diesen Film transportieren, der diese Tonart hätte, hätten wir einen familienfreundlichen Godzilla-Film. Ich meine, ich sage das einfach nur, weil viele, unter anderem auch ich selbst, kritisieren an Godzilla vs. Kong und tatsächlich auch sehr viel an Kong Skull Island diesen extrem dämlichen Marvel-Humor, den sie teilweise damit einbauen und der dann mit Pacific Rim 3 aber nochmal auf die Spitze getrieben wäre. Das heißt, wir hätten einen Godzilla-Film bekommen, in dem One-Liner gerissen worden wären und das wirklich auf dümmstem Ausmaße. Ich habe mir jetzt Gedanken darüber gemacht, ob das jedoch noch irgendwie zustande kommen könnte. Ich sage ganz ehrlich, wenn ja, dann müsste der Film Godzilla vs. Pacific Rim oder wie auch immer er heißt, direkt nach Pacific Rim 1 einschlagen. Und ich bin wirklich kein Fan davon, einen Teil einer Reihe rauszuschneiden und zu sagen, jetzt setzt der Film halt einfach mal hier an. Uns hat Terminator bereits gezeigt, dass das Ganze extrem in die Hose gehen kann. Ich bin auch kein Fan davon, wie Jurassic World die Jurassic Park 2 und 3 Filme behandelt, weil die einfach so, sie werden nicht geleugnet, aber sie werden auch einfach nicht erwähnt mit so einem Augenzwinkern. Merkt ihr, was wir machen? Wir erwähnen die Filme nicht, weil die hier egal sind. Obwohl sie jetzt anscheinend in Jurassic World 3 doch wieder irgendwie aufgegriffen werden. Aber ich bin eben, wie gesagt, kein Fan davon, irgendwas rauszuschneiden. Wenn allerdings ein Film sich komplett davon abgrenzt, also von dem gesamten Ton eines Films einfach abgrenzt, dann ist es halt einfach irgendwo notwendig. Beziehungsweise, um Pacific Rim nochmal aufleben zu lassen, müsste man da wirklich irgendwo einen Cut setzen. Sogar die Serie Pacific Rim The Black setzt nach Pacific Rim 2 an und setzen den damit einfach in den Kanon der Geschichte rein. Damit haben wir jetzt einfach ein komplett wirres Konzept. Wenn man wirklich so weit geht und einfach mal davon ausgeht, dass Godzilla weiterhin noch in Hollywood bleibt, beziehungsweise dass Toho vielleicht einfach sagt, ey, wir machen unser Ding mit unserem Godzilla und ihr Hollywood-Menschen macht eben euer Ding mit eurem Hollywood-Godzilla. Und dann würde es wirklich zu einem Aufeinandertreffen von Pacific Rim und Godzilla kommen. Hätten wir jetzt aber das Problem, dass Pacific Rim nicht wirklich schön geguckt werden kann. Beziehungsweise die Reihe besteht aus einem Film, der relativ ernst ist, der sich wirklich schwer anfühlt. Dann haben wir einen zweiten Film, der auf das alles scheißt, was der erste Teil gemacht hat. Und eine Serie, die man schauen müsste, eine Anime-Serie, die man schauen müsste, um das Ganze zu verstehen.
Hier bliebe uns einfach nichts anderes übrig, als das ganze Monster zu nehmen und vor den ersten Teil zu setzen. Das ist falsch. Vor den zweiten Teil zu setzen, also zwischen Teil 1 und eben Teil 2. Ansonsten würde ich da auch keine Chance sehen. Warum ich dieses Video jetzt überhaupt mache, obwohl das Ganze ja anscheinend ins Wasser gefallen ist, ich finde es gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass sowas noch passieren kann. Hollywood ist bekannt dafür, Sachen nochmal aufzurütteln, weil sie einfach keine eigenen Ideen mehr haben. Und da würde das perfekt mit reinpassen. Denn es gibt einfach genug Pacific Rim-Fans da draußen. Es gibt auch genug Godzilla und auch Kong-Fans da draußen, die eventuell sagen würden, ja, könnte ganz gut funktionieren und wäre einfach jetzt mal ein Schritt, wirklich eine Art Monsterverse aufzubauen. Ich habe bereits ein Video darüber gemacht, dass ich kein Fan davon bin, alles in ein Riesenuniversum ausbreiten zu lassen, wie es jetzt eben Marvel macht. Ich habe das Ganze mal hier oben verlinkt oder da, je nachdem, wo es eben aufploppt. Muss aber hier sagen, das Ganze muss man ja nicht ins Unermessliche ausreizen. Gibt uns noch einen kurzen Film, quasi so als Gag, ähnlich wie es auch früher war mit Freddy vs. Jason. Da kam ein Film raus, das war so ein Gag, der aber trotzdem sich in die Story eingegliedert hat. Und das hätte ich auch gerne von Godzilla 3 beziehungsweise Pacific Rim 3. Oder ich kann euch eben nur sagen, dass ich darauf tierisch Lust hätte, mir das Ganze irgendwie anzuschauen, wenn es denn auch den richtigen und ernsten und diesen schweren Ton hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Würdet ihr euch freuen über einen Godzilla-Film? Würdet ihr sagen, ey, Pacific Rim 2 war doch gar nicht so scheiße, der Humor passt doch? Oder seid ihr da meiner Meinung, dass das Ganze wirklich zwischen Teil 1 und eben Teil 2 ansetzen müsste? Wenn ihr jetzt noch die mit Abstand abgefucktesten Konzepte zu Shin Godzilla sehen wollt, dann klickt ihr einfach auf das untere Video jetzt hier, was gerade hier eingeblendet wird. Wenn ihr euch für meine Idee für Shin Godzilla 2 und vielleicht auch 3 interessiert, klickt ihr eben auf das obere Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und würde einfach sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was, bis dann, ciao.